Leute, der Abend ist zu Ende. Wir hatten die geistige Aufrichtung hier mit dem Basencoach Chris. Chris, du hast hier einen wunderbaren Tag in der Rokosteria verbracht, hast einige Leute geistig aufgerichtet und ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Wie ist dein Gefühl heute? Wie war der Tag? Also es war schön. Ja, es war draußen sehr warm, hier drin war es angenehm. Es waren super viele spannende, nette Leute hier mit ganz besonderen Vorkommnissen, die ich in der Menge ganz selten hatte, muss ich mal sagen. Auch sehr viele junge Leute, die hier waren, 18 Jahre, 20 Jahre, 23 Jahre, die dann einfach mal vor die Tür mussten und sagen, ich muss erst mal das neue Gefühl, das ist ja kaum zu beschreiben und das ist ein anderes Laufen, ein anderes Stehen. Ja. Manche haben geweint, dass viel Last losgegangen ist. Ja. Und nach 3 Jahren mir hinterherreisen überall hin, kam heute endlich mal jemand, der gesagt hat, meine Freundin ist gerade nicht da, jetzt lasse ich mich aufrichten. Wenn die Zukunft, traue ich mich nicht, der war klitschnass geschwitzt. Ja. Und das sind so schöne Ereignisse und der hat sich gar nicht mehr eingekriegt danach, der war ganz baff. Und das sind die Sachen, für die es sich lohnt, durch die Gegend zu reisen. Ganz genau. Und ja, vielleicht komme ich wieder, das war schön hier. Ne? Lass uns das auf jeden Fall machen. Und damit ihr wiederkommt, Leute, unter diesem Video haben wir einen Link. Schreibt ihn an mit dem Codewort Mr. Raw Frankfurt oder Mr. Raw. Und dann versuchen wir wieder sowas zu buchen, denn es war ein voller Erfolg. Das war wirklich traumhaft. Gut, mein Lieber, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Falls ihr noch nicht wisst, worum es hier bei der geistigen Aufrichtung geht, wir haben ein wunderbares YouTube-Video, das werden wir auch hier drunter verlinken, wo wir das alles nochmal wirklich exemplarisch darstellen, wie die Wirbelsäule begradigt wird, die Beckenschieflein begradigt wird und danach faszinierende Erlebnisse bei mir auch aufgetreten sind, die auch in der Folge erst dann wirken. Also fantastisch. Ja, ja, genau. Vielen Dank, Chris. Ja, alles Gute. Hoffentlich bis bald. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Hallo ihr Lieben, wir sind von der Rokosteria und ich habe hier eine Prinzessin entdeckt, eine Rokos-Prinzessin. Aber anstatt, wie sagt man, Krone mit Hut. Mit Chapeau, Chapeau. Du bist hier bei uns Stammgästin mittlerweile. Wie kommst du, dass du vegane Rohkost so feierst und hier immer, sag ich mal, bei uns vorbeischaust? Was machst du hier so dran? Ja, ich meine, das ist halt das einzige Restaurant, wo man wirklich hingehen kann in Frankfurt, wo ich weiß, dass es halt Sachen gibt, die ich halt auch esse, ja. Richtig. Du achtest auf Bio, du achtest auf ursprünglich, auf möglichst natürlich. Genau, naturbelassen ist wichtig, ja. Ganz genau. Und du hast einen fantastischen YouTube-Channel, wo du das auch weitergibst. Wie heißt denn dein YouTube-Channel? Julia Rossum. Ganz genau. Den werden wir drunter verlinken. Und Leute, da könnt ihr tolle Tipps für den Alltag lernen. Tatsächlich super Rezepte. Ich habe auch schon viel Viele Frauenthemen vor allen Dingen, aber Männer können auch was mitnehmen. Super. Wenn sie was über Frauen lernen wollen. Ja, wer will das nicht? Ich danke dir wirklich vielmals für dein Engagement und schön, dass du wieder immer hier bist. Ja, alles gerne. Gute. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zum nächsten Shortcut mit Raw Future in der Rokosteria. Die Legende ist hier vor Ort, ihr werdet einminütige Shortcuts erleben, wie wir beide uns unbedingt den Mensch der Zukunft über, sage ich mal, ein natürliches Leben und über die vegane Rokos unterhalten, oder? Ja, Spaß, machen wir das. Ja. Sehr gut. Ja. Wir sehen uns im nächsten Shortcut, Leute, bleibt dabei, dann erfahrt ihr das geniale Essen zu seinem Gefährt draußen und zu dieser Persönlichkeit, die wirklich eine große Vorbildfunktion hat für die Menschen. So ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zum nächsten Shortcut hier mit Raw Future. Für alle, die Raw Future noch nicht kennen, er ist einer der Pioniere in Sachen vegane Rohkost, hat einen super YouTube-Channel und hat es gewagt, als Aussteiger nach Ungarn zu ziehen und da ein autarkes Leben zu starten. Was hat dich dazu motiviert, nach Ungarn zu gehen und aus Deutschland raus? Ja, ich habe mir ja viele Länder angeguckt. Ich wusste einfach aufgrund vieler Sachen, die mich in Deutschland stören, zum Beispiel, einfaches Beispiel, es ist ja alles so teuer, wenn du Land kaufen willst, es ist teuer, Grundstück, Immobilien, das ist... Das ist nicht teuer. Und dann habe ich eben vorletztes Jahr 15 Länder, die Hälfte davon mit reiner Muskelkraft, mit dem Fahrrad besucht. Habe mir das angeschaut, weil wenn du Länder mit reiner Muskelkraft bzw. mit dem Fahrrad besuchst, das ganz anders, du lernst das Land wirklich kennen. Da hat mir Ungarn einfach am besten gefallen, aufgrund der Landschaft, die Menschen, natürlich auch die Preise. Und ich habe mich da einfach sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich da das Projekt gestartet. Und ich habe das Glück gehabt, da was in Alleinlage zu finden. Ne? Also, im Wald. Ja. Wenn es euch interessiert, Leute, schaut auf seinem Channel rein. Da hat er viel davon dokumentiert, wie er wirklich, sag ich mal, das alles aufbaut. Ja? Ein Making-of von seiner ganzen, sag ich mal, Unternehmung. Falls es euch interessiert, schaut da mal rein. Und ansonsten folgt uns den nächsten Shortcut, weil da werden wir über sein Gefährt reden. Viel Spaß und bis dann. Hallo ihr Lieben, wir haben das Glück, Raw Future hier zu haben in der Rokosteria. Was isst du denn da Leckeres? Du hast mir da so einen
Burger gebracht mit Avocado. Ja, das ist glutenfreies Brot. Das ist glutenfreies Brot aus gekeimten Saaten. Irre. Welche Saaten? Buchweizen, Leinsamen und Flohsamenschalen, das gekeimt und dann wieder getrocknet, gedörrt. Super. Vor allem mit den Leinsamen hat man dann ein gutes Omega-3-zu-6-Verhältnis, weil diese Cashew-Creme ist natürlich auch sehr lecker. Ja, und es ist alles Rohkost. Wann hat man sowas schon mal? Rohkost-Burger, echt toll. Schmeckt super lecker, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, freut mich, hier zu sein. Super. Ich habe mich da auch von Raw Future inspirieren lassen. Schaut unbedingt mal auf seinem YouTube-Channel rein. Er hat da super Rezepte. Er hat Tipps für Einsteiger. Er hat wirklich das Leben, wie man sich als rohveganer Mensch vorstellt, komplett durchdacht und einen ganzen Lifestyle kreiert, den es wirklich nachzuverfolgen gilt, weil so verändern wir nachhaltig die Welt. Wenn ihr wissen wollt, was im Detail er da aufgebaut hat, schaut nochmal in den nächsten Shortcuts rein. Wir werden nochmal auf sein Gefährt eingehen in der nächsten Minute. Bis gleich. Raw Future, mein Lieber, du hast ein sensationelles Gefährt da draußen. Es sieht aus wie ein Ferrari in Fahrradform. Was ist das für ein geiles Teil? Ein Ferrarad, ja. Ja, wirklich? Ja, also rein rechtlich und technisch ein Fahrrad. Ja. Ein Liegefahrrad mit Verschalung. Und dadurch ist es sehr aerodynamisch. Man spart also viel Energie, beziehungsweise kann längere Strecken viel schneller zurücklegen. Und man ist wettergeschützt. Also ich kann auch, in Deutschland regnet es viel, zu jeder Wetterlage. Ich habe noch ein Dach zu Hause. Nicht zu jeder Wetterlage fahren. Und du bist ja auch hier mit kurzer Hose, mit Bodyshirt unterwegs und du sagst, du frierst darin auch nicht. Im Gegenteil, es sei warm. Richtig, also man friert da drin nicht, weil man ja, es ist wie eine Klamotte, die man um sich drum hat, ja. Und man heizt sich ja selber auf, während man sich bewegt, ja. Und das ist eigentlich praktisch. Und man gewöhnt sich dann auch viel mehr an die Außentemperatur. Also ich habe mich auch viel mehr daran gewöhnt, auch im späten Herbst noch so rumzurennen. Fantastisch. Ja. Optimale Thermogenese, Abhärtungstraining, damit man auch natürlich ja, gar nicht mehr so friert. Hat es gewagt, raus aus Deutschland zu gehen, nach Ungarn zu ziehen, einen eigenen Lifestyle zu kreieren und Leute zu inspirieren, es ihm gleich zu tun. Er hat einen YouTube-Channel mit 60.000 Abonnenten, falls ich das richtig erinnere. Und, gell? Und die folgen dir nicht umsonst, sondern du machst es wirklich bis ins kleinste Detail mit Nachhaltigkeit, aber gleichzeitig auch mit einer großen Vision. Du verkörperst das, was viele sich nicht trauen und gehst wirklich den nächsten Step für die Menschheit. Wenn alle so leben wie du, hätten wir eine heilige Welt. Vielleicht, ja. Ich denke, das größte Problem ist die Angst. Die meisten Leute trauen sich einfach nicht, weil der unliebsamste Begleiter der meisten Menschen ist nun mal die Angst und die hindert einen daran, Schritte zu gehen, die einen vielleicht zu einem besseren Leben verhelfen können. Glaubst du, die Rohkosternährung hat dir auch dabei geholfen, diese Angst loszulassen, weil du mehr im Pflanzengeist, weil du weißt auch, wie du dich natürlich versorgen kannst. Du kannst hier Wildkräuter sammeln, du kannst für dich selbst sorgen. Auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur der Geist, sondern es ist auch der Körper. Und die Rohkost hat mir geholfen, meinen Körper eben zu entgiften und somit auch von negativen Gedanken zu befreien. Dazu mehr im nächsten Shortcut. Go. So wie die Ernährung revolutioniert wird durch vegane Rohkost, müssen alle gesellschaftlichen Systeme, das Bildungssystem, das Finanzsystem und auch das Währungssystem revolutioniert werden, damit wir in eine heile Welt kommen können. Und einer, der das wirklich schon praktisch vorlebt, ist Raw Future, mein heutiger Gast. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Also was heißt praktisch vorleben? Ich habe natürlich ein theoretisches Konzept entwickelt zum Thema Geld. Also am besten wäre es natürlich, wenn man mit dem Tauschsystem in der Gemeinschaft zurechtkommt. Ne? Der eine braucht vielleicht warme Schuhe, der andere braucht einen geflochtenen Korb. Und so tauscht man eben die Waren. Aber es ist natürlich nicht immer das, was der eine braucht, stellt der andere zur Verfügung. Und dann könnte man so als Platzhalter oder so eine Art Währung sich überlegen, vielleicht wirklich irgendwelche Münzen oder so, aber hinter jeder Münze steckt ein reeller Wert. Wir müssen weg vom Zinssystem, von dem Zinssystem, dass Geld aus dem Nichts geschaffen wird, sondern dass hinter jeder Münze, wenn es denn ein Geldsystem nötig ist, dass hinter jeder Münze ein reeller Wert bzw. eine reelle Dienstleistung, Arbeit steckt. Fantastisch. Sehr schön Ansatz, Leute. Ihr seht, wie einfach man eigentlich die heutige Währungsreform umsetzen könnte, wenn wir mehr in den offenen, positive, gesunde Haltung kommen, geistig. Ein letztes Video machen wir noch zusammen zum Thema Raw Future, zum Thema vegane Ernährung und wir sehen uns morgen. Bis dann. Hier in der Rohkosteria Frankfurt, einem der wenigen reinen Rohkostrestaurants in Deutschland. Und wer anders als Raw Future hat dir uns die Ehre erwiesen, hier natürlich uns mal zu besuchen. Schön, dass du da bist und du isst hier einen rohveganen Burger. Ja. Was war für dich die Initialzündung zu sagen, hey, rohvegan ist das High Limit in Sachen Ernährung? Ja, ich habe ja vor 8 Jahren ging das ja los. Überlegt, nicht nur ethisch, ja, mich vegan zu ernähren, sondern ich möchte keine halben Sachen machen. Ich möchte mich gesund ernähren. Und wo steckt der Sinn hinter, wenn ich die Nahrung, die ja Vitamine beinhaltet, wenn ich die mit Kochen zerstöre oder mit irgendeiner anderen Aufbereitung? Und deswegen ist für mich sehr wichtig, möglichst naturbelassen zu essen, möglichst roh. Und natürlich auch ohne Chemikalien, ohne Tierleid, ganz klar. Ethisch ist ganz wichtig. Und das ist eine runde Sache.
Und ich habe gemerkt, wie viel mir das bringt, was das meinem Körper bringt und wie gut ich mich fühle und wie gut auch meine Gedanken sind. Ne? Fantastisch. Zum Thema Körper, Gedanken und was die Rohkost mit euch macht, noch ein letztes Video mit Raw Future. Dann sehen wir uns morgen. So, wir haben Raw Future hier zu Gast und Raw Future verkörpert die vegane Rohkost in ihr per excellence. Ihr seht, meistens ist es so, wenn man sich auf rohvegan umstellt, man magert sehr ab, man ist nicht mehr so kräftvoll, so dynamisch. Er verkörpert jetzt genau das Gegenteil. Sieht hier richtig stabil aus, durchtrainiert, fährt mit dem Fahrrad durch das Velomobil. Das ist aber rein rechtlich und technisch ein Fahrrad, genau. Ja, das heißt, du hast ein sehr kraftvolles, dynamisches Leben. Dir mangelt es nicht an Energie, du hast keine Mangelerscheinung, ganz im Gegenteil. Ja. Also ich fühle mich super. Also die Gedanken sind klar und ich habe Energie. Ich fühle mich, wie ich mich mal besser mit Anfang 20 hätte fühlen sollen. Ne? Fantastisch. Und das überwiegend durch die vegane Rohkost, eine Ernährung, wo man nichts mehr erhitzt, wo man keine Nährstoffe mehr zerstört, wo man alles naturbelassen so lässt, wie die Natur es eigentlich einem vorgibt. Ja, wäre das Ideal, möglichst rot zu essen, möglichst naturbelassen zu essen und möglichst pflanzlich. Ganz genau. Es ist so einfach, Leute. Probiert es einfach mal aus. Kommt in die Rohkosteria. Folgt seinem Channel. Folgt mir weiter. Vielen Dank, Raw Future. So, wir sind vor der Rohkosteria. Raw Future, der gerade noch ein sensationelles Interview gehabt, hier mit seinem Ferrarad. Klasse Teil. Der Mann der Zukunft in dem Mobil der Zukunft. Wie fühlt sich an da drin? Oh, toll. Das fühlt sich wie zu Hause, würde ich sagen. Also, schön warm. Schöne Position. Ne? Es ist einfach, fehlt noch der Cocktail. Ne? Und wohin geht's jetzt für dich? Wo geht die Reise hin? Wo können wir dich als nächstes erwarten? Ich fahre jetzt in Ostpark. Aha. Ich bleibe heute noch in Frankfurt und dann geht's nach Aschaffenburg weiter. Oh, okay. Das können wir alles auf deinem Channel verfolgen? Ich denke, ich werde die ganzen Aufnahmen hier von der Action Cam auch noch mit draufpacken. Genial. Aber ich denke, morgen geht's auch wieder langsam zurück Richtung Köln. Perfekt. Obwohl ich die ganze Zeit drüber nachdenke, vielleicht fahre ich auch nach Ungarn weiter, aber das wäre natürlich eine weite Strecke. Das ist eine weite Strecke. Ja, mache ich ein andermal. Sehr gut, mein Lieber. Dann gut. Viel Spaß und wir sehen uns. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. 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 Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rohkosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt, lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rohkosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.